Unsere Haushalte hier in der Schweiz brauchen jährlich 1 Million Tonnen Kunststoff oder eben Plastik. Sorry, schnell. 1 Million Tonnen nur in der Schweiz pro Jahr. Ich muss das ganz schnell verarbeiten. Pro Kopf sind das 125 Kilogramm Plastik pro Jahr. Und ich meine, Plastik ist ja nicht so schwer. Etwa ein Drittel davon sind nur Verpackungen. Und wie wir ja wissen, schmeißen wir das alles einfach weg und am Schluss landet es dann in der Kehrichtverbrennungsanlage. Aber warum eigentlich? Warum tun wir Plastik verbrennen und nicht auch recyceln? Du ahnst es? Die Antwort darauf ist nicht so einfach. Ein Problem beim Recyceln ist, Plastik ist eben nicht gleich Plastik. Plastik besteht aus einer Aneinanderreihung von Molekülketten auf Erdölbasis. Erdöl, das ist ein nicht erneuerbarer Rohstoff und darum würde es sich grundsätzlich lohnen, wenn man den recyceln würde. Hey, kann man das nicht einfach alles zusammen schmelzen und dann etwas Neues daraus machen? Hey, so schlau, da ist jetzt noch nie jemand drauf gekommen. Nein, natürlich nicht. Das ist nicht so einfach im Fall. Weil es gibt eben mega viele verschiedene Plastiksorten. PP, PE, PVC oder PS heissen die unter anderem. Die einen sind mega elastisch, wie zum Beispiel Klarsichtfolie. Die anderen sind so hart, wie zum Beispiel ein WC-Würstchen. Und wieder andere sind UV-strahlenbeständig, wie Lebensmittelverpackungen. Und wenn man eben alles zusammen verarbeiten würde, würden die neuen Produkte nicht mehr so gut sein. Also sie wären zum Beispiel brüchig oder nicht mehr so elastisch. Es können also nur einheitliche Plastiksorten weiterverarbeitet werden. Zum Beispiel Polyethylenterephthalat. Hä? Was? Also einfach gesagt PET. Und beim PET sammeln sind wir ja mega gut. 83% der Flaschen kommen nämlich zurück und werden dann wieder zu neuen PET-Flaschen verarbeitet. Beim Haushaltsplastik ist das aber etwas komplizierter. Der muss nämlich zuerst sortiert und gewaschen werden, aber nicht in der Schweiz. Für das wird der Plastik extra nach Deutschland und Österreich gekarrt. Wenn er dann wieder in der Schweiz zurück ist, werden dann die Plastikstücke zu Granulat verkleinert, die man dann zum Beispiel für Folien brauchen kann. Vom normalen Haushaltsplastik kann im Schnitt die Hälfte wiederverwendet werden. Der Rest wird verbrannt. Bringt denn das Recyceln überhaupt wirklich? Machen wir ein Beispiel. Wenn ich ein Jahr lang Plastik sammle und trenne, dann ist der Nutzen vergleichbar, wie wenn ich mit dem Auto von Luzern nach Aarau fahren oder eben nicht fahren. 30 Jahre müsste ich Kunststoff recyceln. Das würde dann einem Flug von hier nach Mallorca entsprechen. Also nur der Hinflug, notabene. Aus ökologischer Sicht ist es durchaus sinnvoll, alle Plastikarten zu sammeln und zu recyceln. Aber faktisch, die Produktion von Plastik braucht viel mehr CO2 und das kann durch das Recyceln nie reingeholt werden. Also ganz einfach gesagt, wir müssen einfach weniger Plastik brauchen. Natürlich gibt es noch mehr Tipps in Bezug auf Kunststoffrecycling und ich habe mich mit Judith Mag getroffen. Sie betreibt einen Recyclinghof und sie sagt ziemlich klar, was bei Plastikrecycling wirklich Sache ist. Hier geht es zum Gespräch und hier geht es zu den Tipps. Du kannst dich jetzt entscheiden. Und ich warte so lange. Ich habe zwar keine Uhr, aber mach nicht zu lange, gell? Ich nehme Zeit, gell?